Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, einige Gedanken zum Brandopfer. Ich glaube, schreibt der Bruder, wir müssen gut Acht geben, über welchen Aspekt das Werk des Herrn wir reden. Wenn wir von dem Brandopfer sprechen, dann wird uns dabei mehr verdeutlicht, was das Opfer für Gott ist. Ich versuche das einmal ganz drastisch auszudrücken. Johannes 19, Vers 30. Was war denn vollbracht? Bis zu diesem Zeitpunkt finden wir überhaupt kein vergossenes Blut. Das einzige Blut des Herrn, welches vergossen wurde, erwähnt die Bibel erst 4 Verse, nachdem der Herr gestorben war. Diese Erwähnung finden wir dann auch noch in dem Evangelium, welches uns den Herrn als das Lamm Gottes darstellt. Also nochmals, was war vollbracht? Als der Herr sagte, es ist vollbracht. Der Herr hatte im Gericht Gottes die sühnenden Leiden erduldet, die Strafe für alles, was Menschen Gott mit ihrem Ungehorsam an Unehre zugefügt haben. Aber natürlich brauchte der Herr keinen Stellvertreter. Der Herr brauchte doch kein sühnendes Blut, welches daran erinnert, dass die persönliche Schuld bezahlt ist, denn er hatte doch gar keine Schuld zu bezahlen. Bezahlt hat er für dich und mich. Er selbst konnte im Gericht Gottes bestehen. In den Tod ist er gegangen, um nach Hebräer 2 den Teufel zunichte zu machen, um mich aus der Macht des Todes zu befreien. Für sich ist er nicht gestorben. Er ist gestorben, damit Gott Vater sein konnte und damit ich Kind Gottes sein konnte. Darum liebt ihn der Vater. Wenn wir dann über den Gnadenstuhl denken, dann müssen wir zuerst beachten, dass Christus der Gnadenstuhl ist. Unter dem Brandopferaspekt besteht keine Notwendigkeit, dass Blut auf dem Gnadenstuhl ist. Christus hat doch wirklich das Gesetz in jeder Beziehung erfüllt. Was soll denn Blut auf dem Gnadenstuhl oder auf dem Sühnedeckel? Jetzt müssen wir einen ganz wichtigen Schritt beachten. Das Volk konnte nur an den ehernen Altar gehen. Das ist auch der Altar, an dem der Priester passend gemacht wird für die Gegenwart Gottes. Jetzt kommen wir bei der Bekehrung an den ehernen Altar. Dort finden wir Vergebung unserer Schuld und Sünde, dass wir bei Volk Israel genau so. Das war bei dem Volk Israel genau so. Bei uns geschieht aber die Verbindung mit dem Sündopfer noch etwas völlig anderes. Wir wurden Kinder Gottes und der Herr hat uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung 5. Du und ich, wir haben jetzt Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum. Das hatte in Israel nur der Hohenpriester und auch nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr kam Blut auf den Gnadenstuhl Sühnedeckel, nämlich am großen Versöhnungstag. Im Hebräerbrief macht uns der Geist Gottes deutlich, dass für uns immer großer Versöhnungstag ist. Als Kind Gottes, als Sohn, Römer 8, 28, 29 und 30, und als Königpriester, Hebräer 7, Offenbarung 5, gehe ich an den Gnadenstuhl. Dort kann überhaupt nur jemand erscheinen, der alle diese Merkmale trägt. Dort bin ich dann in der Gegenwart Gottes.
Das Blut auf dem Gnadenstuhl erinnert daran, dass Christus das Gesetz erfüllt hat. Davon sprechen die Gesetzestafeln in der Bundeslade und dass er für alle Unehre, für uns alle Unehre, die ich Gott durch meinen Ungehorsam zugefügt habe, bezahlt hat. Er hat Gott völlig befriedigt, weil er für mich bezahlt hat. Darum erinnert das Blut, kann ich dort sein. Da kann ich dort sein. Die Verwandlung ist tatsächlich gewaltig. Herzliche Grüße, Ulrich Brinkmann. Wenn ihr noch weitere Gedanken zu diesem kostbaren Thema des Brandopfers habt, sendet sie mir einfach oder schreibt sie unten im YouTube auf die Kommentarzeile, in die Kommentarzeile oder sendet es mir per E-Mail. Das E-Mail ist auch im YouTube zu sehen. Im Herrn, einen guten Tag.